Das Wort hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Steinmeier, nach Ihrer Rede ist es dringend Zeit, die Dinge mal wieder ein bisschen zu ordnen. Ihre Rede war konfus, anders kann ich das nicht beschreiben, konfus. Wir arbeiten daran, Deutschland nach vorn zu bringen. Das ist unsere Aufgabe und darüber werden wir jetzt sprechen, meine Damen und Herren. Alles beruht auf Steuereinnahmen des Staates. Und deshalb brauchen wir motivierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen, warum sie Steuern zahlen und die finden, dass es dabei gerecht zugeht. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man darüber streitet. Aber wir sind überzeugt, dass es Ungerechtigkeiten im Einkommensteuersystem gibt, die beseitigt werden müssen und dass Entlastungen möglich sind, notwendig sind und dass sie sogar Wachstum schaffen, meine Damen und Herren. Das ist unsere Überzeugung. Wer eine zumutbare Arbeit nicht annimmt, hat heute Sanktionen zu befürchten. Die Frage, ob das, heute rede ich hier. Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbart. Und jeder, der hier in diesem Hause sitzt, weiß, dass man nicht sehenden Auges gegen ganz spezifische Festlegungen eines Grundgesetzes verstoßen kann. Da brauchen gar nicht Sie uns zu verklagen, sonst wissen wir alleine. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Schuldenbremse so etwas wie die Leitplanke unserer gesamten Arbeit und die beginnt 2011 zu wirken. Und die politische Kunst, und zu dieser Art von Politik sind wahrscheinlich eben wirklich nur wir fähig, so wie wir jetzt regieren, die besteht darum, Wachstum und solide Finanzen miteinander zu vereinbaren. Das ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir lösen, meine Damen und Herren.